gesehen, Joey? So muss das gehen. Versuch es noch einmal. Jetzt weiß ich Bescheid, Mr. Sheridan. Schon gut, Joey. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Mr. Sheridan. Was machen wir bloß, Dipsy? Ach, warum habe ich nur ein Stück ausgesucht, in dem ein Kind steppen muss? Sagt mir das mal. Bis Montag brauchen wir den jungen Dipsy oder wir sind erledigt. In 3 Wochen haben wir Premiere. Hört mal, das ist das beste Musical seit Jahren. Irgendwo muss es doch so einen Jungen geben. Ja, den gibt es. Es gibt einen Jungen, der es schaffen könnte. Wer? Wo ist der Junge? Das ist unwichtig. Es würde sowieso nicht klappen. Hey, Dips, du musst diesen Jungen unbedingt herbringen. Ihr könnt mir glauben, es ist absolut sinnlos. Es würde niemals klappen. Na komm, Harry, wir proben die letzte Nummer noch einmal. Wenigstens etwas. Hör sofort mit dem ruhestörenden Lärm auf, oder du kommst in den Strafvollzug. Hör mit dem albernen Steppen auf, oder ich schraub dir die Füße ab. Emma, Emma, hör auf mit dem Gehämmer. Werd noch ein bisschen fetter, dann bist du gleich viel netter. Dummer kleiner Willy, bildet sich ein, er wäre hübsch. Er denkt, er wäre ein zweiter Sidney Poitier. Bleh. Ob Norden, ob Süden, in der ganzen Stadt. Willy, setz dich jetzt bitte an den Tisch und iss dein Frühstück. Jetzt kann ich nicht, Mom. Ich setz mich nicht hin, weil ich beim Steppen bin. Tanzen und Essen, das kann man vergessen. Willy, du machst mit deinem Krach noch die ganze Familie wahnsinnig. Ich hab heute wieder Steppunterricht bei Onkel Dipsy, denn ich will zum Broadway. Statt zu steppen, solltest du lernen, damit du in die 4. Klasse versetzt wirst. William, du solltest richtig frühstücken. Vergiss nicht, du hast Ferien. Oh, das genügt mir, danke. Nur zur Erinnerung, wir hatten die mündliche Absprache getroffen, dass du mich baldmöglichst mit zu einer Gerichtsverhandlung nehmen willst. Dir bleiben noch genau 4 Tage, um deinen Verpflichtungen nachzukommen. Das verschieben wir auf einen Termin nach den Ferien. Das hatte ich in etwa befürchtet. Onkel Dipsy ist gekommen. Wohnt hier der beste Stepptänzer der Welt? Nur der zweitbeste, denn niemand ist besser als du, Onkel Dipsy. Aha, und 1 und 2 und 3 und 4 und sehr gut, mein Junge. Wo ist dein Daddy? Er ist im Zimmer. Komm, wir wollen tanzen, Onkel Dipsy. Oh, nein. Erst muss ich mal guten Tag sagen. So. Eine Stunde Unterricht, Dipsy, und nicht mehr. Ja, da sitzt ja mein erfolgreicher Bruder, der große Perry Mason der Ostküste. Ich entbiete dir meinen Gruß. Ja. Guten Tag, Ginny. Du siehst ja mal wieder atemberaubend gut aus. Danke. Hallo, Emma. Ich muss gehen. Ich habe eine wichtige Besprechung mit dem Bürgermeister. Bis heute Abend. Gut. Wir werden heute schon mit dem Packen anfangen. Wiedersehen. Nur eine Stunde, Dipsy. Ja, ja, ich habe es verstanden. Es ist soweit. Ah, ja. Jetzt können wir steppen. Es geht los, Alter. Ich schlage vor, dem Jungen die Steppschuhe wegzunehmen und im Meer zu versenken. Ich möchte etwas zeigen, Dipsy, und zwar den neuen Schritt, den du mir beigebracht hast. Ah, dann zeig mal, was du kannst.
Hat es dir etwa nicht gefallen? Setz dich mal einen Augenblick zu mir. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Was ist denn los, Dipsy? Ich möchte, dass du mir eine Frage beantwortest. Willy, würdest du sagen, dass für dich das Tanzen genauso wichtig ist wie das Atmen? Atmen ist für mich nicht wichtig. Ich habe sowieso Heuschnupfen. Aber es gibt für mich nichts im Leben, das wichtiger ist als Tanzen. Okay. Hast du Lust, bei uns vorzutanzen? Wenn du richtig gut bist, könntest du die ganzen Schulferien über mit mir in einem Stück auftreten. Oh, wirklich? Mit dir zusammen auftreten? Das wäre das Allergrößte. Wann geht es los? Oh, nicht so schnell, mein Freund. Nicht so schnell. Erst müssen wir noch deinen Dad fragen. Er wird es mir sicher erlauben. Er hat doch auch mit dir getanzt, als er ein Junge war. Ja, sicher, aber er hat es damals getan, weil wir arm waren und hungrig. Wir haben getanzt, um zu überleben. Deinem Dad hat das keinen Spaß gemacht. Er weiß genau, wie gerne ich tanze. Er wird es mir erlauben. Er muss es einfach. Na gut, dann werden wir nachher mit ihm reden. Abgesehen davon bleiben dir nur noch 4 Tage, um ein paar wichtige neue Schritte zu lernen. Am Sonnabend wird vorgetanzt und am Montag beginnen für dich schon die Proben, vorausgesetzt du kriegst die Rolle. Zweifelst du etwa daran? Sei nicht zu selbstsicher, mein Junge. Beweis mir mit deinen Füßen, wie gut du bist. Zu Befehl, Sir. Gut. Ja, genau, mein Junge, so ist es richtig. Und 1, 2, 3, 4, 5. Schaffst es, Alter! Du siehst einfach unmöglich aus. Das kann ich dir nur sagen. Emma, du isst ja schon wieder Süßigkeiten. Kann man dich denn nicht eine Minute allein lassen? Also, passt dir das Kleid? Gib mir die Süßigkeiten. Oh. Steh bitte auf. Mal sehen, ob ich den Reißverschluss zukriege. Wenn dir dieses Kleid auch nicht mehr passt, dann muss ich dir wohl ein neues kaufen, bevor wir abreisen. Ach, du musst seit letztem Sommer mindestens 10 Pfund zugenommen haben. Es können eben nicht alle so aussehen wie Twiggy. Manche Menschen ziehen es vor, eine etwas fülligere Figur zu haben. Ich gebe es auf. Du hast nicht ein einziges passendes Kleid, das du mit in die Ferien nehmen kannst. Gut, dann habe ich im Koffer mehr Platz für meine Bücher. Du kannst doch nicht deine ganzen Gesetzbücher mit in die Ferien nehmen. Warum nicht? Was soll ich den ganzen Sommer über tun? Etwa auf Partys gehen und dumme Gespräche mit sexbesessenen Halbwüchsigen führen? Das ist doch nicht zu fassen. Wo hast du denn die Pralinen schon wieder her, Emma? Ich kann dir meine Quellen leider nicht verraten. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du könntest ein sehr hübsches Mädchen sein, wenn du etwas mehr auf dich achten würdest. Du bist hübsch, ich bin fett und klug. Ich werde vielleicht nicht mehr dünner werden, aber bestimmt noch sehr viel klüger. Nirvana, Ewigkeit, Jugend. Nirvana, Ewigkeit, Jugend. 10 Minuten Verspätung, Emma Sheridan. Unwichtig, Harriet. Ich eröffne die 42. Sitzung des Kreuzzuges für die Rechte der Kinder. Harriet Crapper wird das Protokoll der letzten Sitzung verlesen. 41. Sitzung für die Rechte der Kinder. Emma Sheridan, die Präsidentin, hat zum wiederholten Male die unveränderbaren Grundrechte der Kinder formuliert. Paragraph 1. Würden die Erwachsenen kinderfreundliche Gesetze machen, würde es sich auf dieser Welt besser leben lassen. Hört, hört! Paragraph 2. Die Kindheit muss eine sorgenfreie und glückliche Lebensphase werden, da sie zurzeit noch eine ausgesprochene Quälerei ist. Ja, ganz richtig. Paragraph 3. Kinder müssen ernst genommen werden, da sie genau wie die Erwachsenen menschliche Wesen sind. Nur häufig viel, viel klüger. Die Sitzung schloss mit dem einstimmigen Beschluss, eine Beschwerdeliste für Kinder einzuführen. Danach erhielten alle Anwesenden von Emma Sheridan Schokolade. Streich den letzten Satz, Harriet. Der ist nicht relevant. Also, wer von euch hat eine einschlägige Beschwerde vorzubringen? Hier, ich habe eine. Am Dienstag betrat ich, Mary Partelli, den Zeitungsladen mit der Absicht, ein Comicheft zu erstehen. Mir wurde von Mr. Schwarz, dem Besitzer, mitgeteilt, dass ich mich in seinem Laden nicht umsehen durfte. Ich sollte entweder etwas kaufen oder sofort verschwinden. Wahrscheinlich hatte er Angst, du würdest mit Spielgeld bezahlen.
Er hat mich angesehen, als wäre ich ein Niemand. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Ein Beispiel dafür, wie sehr wir Kinder unterdrückt werden. Wenn man kleiner als 1,50 Meter ist, wird man nur herumkommen. Wir haben keine Rechte, nicht ein einziges. Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Der Rest der Kinderbevölkerung dieser Welt muss sich mit uns vereinigen. Wir müssen die Grundrechte der Kinder in alle Sprachen übersetzen und in die ganze Welt verschicken. Sogar an den Südpol, falls es da eine Bevölkerung gibt. Auch in die vordere Mongolei. Und auch nach Atlantis. Was wir jetzt brauchen, was wir ipso facto brauchen, sind Beweise. Was für Beweise? Wir brauchen einen Präzedenzfall. Wir müssen für ein misshandeltes Kind einen Prozess anstrengen und ihn gewinnen. So wird man auf uns aufmerksam. Und wer soll der Präzedenzfall sein? Eine berechtigte Frage, Frau Vorsitzende. Wer soll unser Präzedenzfall sein? Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja, gut. Ja, sehr gut. Immer das Publikum anlachen, als ob der Laden dir gehört. Was ist denn hier los? Ich hatte gesagt, eine Stunde und nicht länger. Bevor du wütend wirst, großer Bruder, möchte ich dir erst einiges erklären. Am Sonnabend ist für ein neues Musical das Vortanzen angesetzt, Daddy, und du musst mich hingehen lassen. Was hast du ihm da in den Kopf gesetzt? Vortanzen? Ja, für unser neues Musical. Schon wochenlang haben uns Jungs vorgetanzt. Und um ehrlich zu sein, Willy ist der Einzige, der eine Chance hat. Ich werde nicht zulassen, dass mein Junge auf einer Bühne vor Publikum tanzt und einen Narren aus sich macht. Was willst du? Das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Und die meisten halten mich für sehr gut. Warum darf ich das nicht, Daddy? Was ist denn so schlecht am Tanzen? Du kannst etwas Besseres aus deinem Leben machen. Als Dipsy und ich Kinder waren, mussten wir mit unserem Dad auf der Bühne tanzen, weil die Zeiten schlecht waren und wir als Schwarze so Gelegenheit hatten, etwas Geld zu verdienen. Es hat uns aber auch Spaß gemacht, lieber Bruder. Willy, ich habe alles getan, um meiner Familie ein anständiges Leben zu ermöglichen. Und ich möchte nicht, dass du auf einer Bühne herumhoppst, so wie ich es als Junge getan habe. Willy hopst nicht nur herum. Er ist schon einer der besten Stepptänzer dieser Stadt. Zeig es ihm, Junge. Okay. Hör bitte auf. Ab sofort kommst du nicht mehr hierher, Dipsy. Der Junge möchte aber gerne steppen, großer Bruder. Egal, was er will, er geht nicht zu diesem Vortanzen. Und außerdem wirst du ihm auch keinen Unterricht mehr geben. Und jetzt solltest du lieber gehen, Dipsy. Nein, geh nicht weg. Oder du musst mich mitnehmen. Bitte, Dipsy. Das geht nicht, Alter. Denk daran, ich bin nicht dein Vater. Aber weißt du, du hast etwas, das dir Spaß macht. Du solltest dankbar sein. Denn es gibt sehr viele Menschen, die überhaupt nichts haben, das ihnen Spaß macht. Ich sag dir was, großer Bruder. Wenn Willy tanzt, erinnert er mich etwas an dich. Er hat genau die gleiche Art, sich zu bewegen. Mit einer Ausnahme allerdings. Willy ist talentierter und besser, als du es warst. Auf Wiedersehen, Alter. Hast du schon gegessen? Mm-mm. Na, bestimmt hast du Hunger. Also, ich weiß, was wir jetzt tun. Wir gehen runter auf den Tennisplatz und trainieren beide etwas, damit du im Urlaub in guter Form bist, okay? Ich gehe nicht fehl in der Annahme, dass du jetzt keine Zeit hast. Nein, leider nicht. Ich hatte es doch nicht erwartet. Was hat denn der Kleine? Er hat gar nichts. Er hat mir ganz einfach das Tanzen verboten. Gut, dann brauche ich diesen Krach nicht mehr zu ertragen. Das ist kein Krach, das ist Tanzen. Sehr gut. Du musst den Ball immer im Auge behalten. Gut. Du wirst von Mal zu Mal besser. Aus!
Ausgezeichnet. Bald bist du ein Profi. Das Ganze ist sehr gut gelaufen. Meine Vorschläge bezüglich des Wohnungsbaus haben ihn sehr beeindruckt. Ich kann mir vorstellen, dass du eines Tages auf diesem Stuhl sitzt, als Bürgermeister von New York City. Naja, möglich ist alles. Ich habe noch etwas Arbeit. Ich komme bald. Emma, es ist Zeit für dich ins Bett zu gehen. Ich würde gerne an meinen Schreibtisch. Danke sehr. Willy hat überhaupt nichts gegessen. Ich fürchte, er hat die Absicht, sich zu Tode zu hungern, wenn du ihm nicht erlaubst, für das Musical vorzutanzen. Gute Nacht, Emma. Ich möchte dich bitten, noch eine wichtige Aussage zur Kenntnis zu nehmen. Worum geht es? Alle Fakten weisen eindeutig darauf hin, der Sohn dieser Familie möchte Tänzer werden. Emma, darüber möchte ich nicht diskutieren. Du kannst mir nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung verweigern. Also gut. Fahr fort. Die Tochter dieser Familie, die fraglos ein juristisches Naturtalent ist, möchte Rechtsanwältin werden. Schlussfolgerung? Warum gestattet man dem Sohn der Familie nicht weiterhin seine Verrücktheiten und fördert die juristische Begabung der Tochter? Um diese Frage zu beantworten. Willie Sheridan ist 8 Jahre alt. Noch vor 2 Jahren wollte er ein Kaninchen sein. Ja, sicher, er ist verrückt. Als Emma Sheridan 8 Jahre alt war, wollte sie ein Schmetterling sein. Wieso sollte ich das nicht noch schaffen? Die Bemerkung ist unlogisch. Der Tatbestand ist eindeutig. Keines der beiden Sheridan-Kinder ist alt genug, um schon zu entscheiden, was es mal werden möchte. Und jetzt, gute Nacht. Das Alter der beiden Kinder hat in diesem Fall keine Beweiskraft. Wir vertagen uns. Es ist schon spät. Einspruch. Einspruch abgelehnt. Begründung? Das Hohe Gericht stellt fest, dass es 22:45 ist und du bereits seit einer Stunde im Bett liegen müsstest. Offensichtlich ignoriert dieses Gericht die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und nicht bloß für die, die volljährig sind. Hast du deine Arbeit geschafft? So ziemlich. Willy wird sehr niedergeschlagen. Ja, es war von vornherein ein Fehler, ihm diese Tanzstunden zu gestatten. Lass ihn doch einfach zu diesem Vortanzen gehen. Du weißt, er kriegt die Rolle sowieso nicht. Ginny, ich möchte, dass der Junge Rechtsanwalt wird. Tanzerei ist nur eine vorübergehende Laune. Er kommt schon drüber weg. Ja, das hoffe ich. Ich habe meine Akten unten liegen lassen. Hier sind Sie, William. Ah, danke. Ich werde es euch zeigen, euch allen zeigen. Damit aufhören? Hör auf damit, oder willst du, dass sich alle auslachen? Na komm, wir wollten noch Bilder tauschen. Also, ich gebe dir Sermon Munson für Reggie Jackson. Ja gut, du kannst ihn haben. Du kannst alle Bilder haben. Bist du verrückt? Du musst mit mir tauschen. Du kannst mir nicht die Bilder einfach so geben. Ich will keine Bilder von Sportlern sammeln. Ich finde das langweilig. Du bist ganz schön merkwürdig. Nein, das bin ich nicht. Sei froh, dass ich dein Freund bin. Alle anderen halten dich nämlich für merkwürdig. Na und? Ich muss nicht auf Baseball stehen. Ich stehe auf Steppen. Das ist genauso gut. Erzähl doch keinen Unsinn. Niemand interessiert sich für Stepptänzer. Doch, ich. Besonders für Mr. Bojangles. Von dem habe ich noch nie was gehört, aber jeder kennt Reggie Jackson. Mich interessieren Baseballspieler nicht. Du bist ein komischer Heini. Bin ich nicht. Ich interessiere mich für das, was mir Spaß macht. Wofür interessierst du dich mehr? Für Baseball oder für Football? Mich interessiert Stepptanz. Wieso? Weil ich gerne tanze. Und wenn du mich noch einmal komischer Heini nennst, hau ich dir ein paar auf die Nase. Es wird langsam Zeit, ins Kino zu gehen. Geh schon los. Ich muss erst noch mal telefonieren. Dann verpasst du den Anfang. Macht nichts, ich muss unbedingt mit jemandem sprechen. Wer ist das? Jemand, der mich nicht für einen komischen Heini hält.
Du bist ein komischer Heini, Willie Sheridan. Das kannst du mir glauben. Du bist einer. Du musst dich mit mir treffen, und zwar sofort. Wenn du es nicht tust, werfe ich mich vor den größten Autobus, den es gibt, und lasse mich überfahren. Hast du verstanden? Doch, das tue ich. Das tue ich bestimmt. Glaub es mir. Ich werfe mich vor einen Autobus. Auf der Stelle. Triffst du dich mit mir oder nicht? Um 3 Uhr? Okay. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Oh, nicht mehr nötig. Vielen Dank. Dipsy, ich habe mir alles genau überlegt. Du musst mir helfen. Ich muss dir die Meinung sagen. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Was fällt dir ein, mich anzurufen und zu drohen, du würdest dich vor einen Autobus werfen? Das habe ich gesagt, weil du sonst nicht gekommen wärst. Du musst unbedingt mit meinem Dad reden. Ich habe mit ihm geredet. Du warst dabei und hast alles gehört. Du musst eben nochmal mit ihm reden. Auf mich hört er nicht, weil ich ein Kind bin. Wenn ich nicht mehr tanzen darf, weiß ich nicht, was ich tun soll. Naja, ich verstehe dich. Komm mit, ich werde dir mal einiges erklären. Um dir die Wahrheit zu sagen, mein Freund, das Tanzen ist kein Zuckerschlecken. Niemand hilft dir, Erfolg zu haben. Du musst um ihn kämpfen. Und du musst so lange kämpfen, bis du es geschafft hast. Es tut mir leid, Willie. Ich kann deinen Dad nicht überreden. Diese Sache musst du mit ihm ganz allein klären. Wie soll ich das ganz alleine schaffen, Dipsy? Das geht nicht. Wir werden uns hier einen Augenblick hinsetzen. Du musst unbedingt mit ihm sprechen. Bitte, Dipsy, bitte. Ja, das kann ich nicht. Er lässt mich ja nicht mal mehr ins Haus rein. Er braucht dich auch gar nicht reinzulassen. Du kommst einfach rein. Du bist erwachsen und kannst tun, was du willst. So einfach ist das nicht. Wir reden hier auch nicht über einfache Dinge. Willy, hör mir zu. Hör mir zu, mein Alter. Du hast Angst. Das ist die Wahrheit. Aber ich nicht. Ich werde kämpfen. Du wirst es sehen. Du bist ein Angsthase. Weiter nichts. Ein großer, schwarzer Angsthase. Willy, komm wieder her. Nein, ich habe keine Zeit für dich, Angsthase. Ich werde kämpfen. Emma, was machst du da? Ich mache mich etwas hässlicher. Das findest du sehr komisch, nicht? Ja, manchmal sagst du sehr witzige Sachen. Das ist eine nützliche Fähigkeit, denn witzige Menschen sind meistens sehr beliebt. Ich bin aber nicht beliebt. Alice Getzoff hat mal eine Liste der beliebtesten Schülerinnen aufgestellt. Ich war die Vorletzte in der Reihe. Das hat nichts zu sagen. Du bist erst 12 Jahre alt. Du hast noch viel Zeit, um beliebt zu werden. Warst du mit 12 Jahren überall beliebt? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich wette, du warst es. Ja, schon möglich. Aber ich war auch ganz anders als du. Ja, du warst hübscher als ich. Ich habe mich außerdem bemüht, bei allen beliebt zu sein, im Gegensatz zu dir. Ich habe nicht wie du täglich Berge von Süßigkeiten verdrückt und ich habe mich auch nicht die ganze Zeit unter Büchern vergraben. Ich gehe schon ran. Es ist schwierig, beides zu sein. Was meinst du? Beliebt und klug. Es hat übrigens auch einige Vorteile, klug zu sein. Ja, sicher, Darling. Du bist sehr klug und ich bin sehr stolz auf dich. Bist du nicht. Du wärst glücklicher, wenn ich beliebt wäre, anstatt klug zu sein. Das war die Mutter von Eddie Lewis. Sie wollte Willie und Eddie vom Kino abholen. Willie war nicht da. Und wo ist er? Eddie sagt, dass er telefonieren gehen wollte und nicht mehr zurückkam. Nicht so eilig, sonst bekommst du bald einen Herzinfarkt. Unser kleiner Freighters Tee. Du sitzt in der Patsche, Kleiner. Aus dem Weg! Okay, ich habe was zu sagen. Alle mal herhören. Willie Doonjoor ist wieder da. Wo bist du gewesen? Ich habe mich mit Dipsy getroffen. Das hatte dir dein Vater doch verboten. Das ist mir egal. Ihr müsst ihn anrufen und ihm sagen, dass ich vortanze. Er hat nämlich Angst vor euch. Ich hatte dir verboten, dich mit Dipsy zu treffen und ich hatte dir auch verboten, allein in der Stadt rumzulaufen. Er ist doch gesund zurückgekommen. Ich werde vortanzen. Daran kann mich niemand hindern. Es ist mir egal, was ihr sagt. Ich muss mit Dipsy zusammen in diesem Musical auftreten. Du musst jetzt nur eins tun, und zwar in dein Zimmer gehen. Nein! Willie, hast du nicht gehört? Nein, 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 nein! Lass mich los! Willie.
Willi, jetzt hör mir mal gut zu. Ich bin dein Vater und ich sage dir, dass du Dipsy nicht mehr wiedersehen wirst. Und ich sage dir außerdem noch das, dass du nicht mehr tanzen wirst. Und du wirst auch nie mehr Unterricht bekommen. Niemand kann mir verbieten zu tanzen. Willi. Und du auch nicht. Lass Willi. Mich sofort los. Willi, sei jetzt vernünftig. Ich habe jetzt aber genug. Ruhe jetzt. Lass ihn nicht schlagen. Dafür kannst du ins Gefängnis kommen. Das ist ein eindeutiger Fall von Kindesmisshandlung. Warum hast du nichts dagegen unternommen? Willi hätte sich nicht mit Dipsy treffen dürfen. Warum nicht? Es ist sein Leben. Und er hat ein Recht, sich darum zu kümmern. Sonst tut es ja keiner. Eines Tages wirst du mir dankbar sein. Nicht jetzt, aber irgendwann. Du musst mir vertrauen. Ich weiß einfach besser als du, was falsch und was richtig ist. Ich komme noch mal zu dir, wenn wir vom Essen zurück sind. Ja? Lass mich in Ruhe. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Es tut mir leid, dass er dich geschlagen hat. Das macht nichts. Ich bin ja sowieso bald tot. Das ist Unsinn. Woher willst du das wissen? Ich weiß es, weil ich dir helfen werde. Wie? Du bist auch nur ein Kind und außerdem noch ein Mädchen. Aber ich bin sehr klug. Willst du mir wirklich helfen, Emma? Aha. Tanzt du mal für mich, Willi? Nein. Und außerdem habe ich meine Steppschuhe aus dem Fenster geworfen. Warum hast du denn das gemacht? Hör zu, am besten du kümmerst dich nicht mehr um mich. Du darfst machen, was du willst. Das wäre es am liebsten, wenn jeder von uns Rechtsanwalt wird. Das bezweifle ich. Doch, ganz sicher. Bei dir hat er nur Angst, dass du klüger wirst als er. Glaubst du das? Natürlich. Weißt du, Emma, wenn du nicht so dick wärst, würdest du gar nicht übel aussehen. Du hast ein sehr hübsches Gesicht. Iss weniger. Hast du deine Steppschuhe wirklich aus dem Fenster geworfen? Gute Nacht, Willi. Gute Nacht, Emma. Thank you.
Der Mandant wird gebeten, vorzutreten. Damit bist du gemeint. Was macht ihr eigentlich hier oben, hä? Bitte Ruhe. Ihr seid alle mit dem vorliegenden Fall vertraut. Als Beweisstück Nummer 1 habe ich, diese Steppschuhe. Die warf Uli aus dem Fenster, nachdem man seinen Willen gebrochen hatte. Wo hast du denn die Schuhe her, Emma? Ruhe, bitte. Ich bitte jeden, der damit einverstanden ist, dass Uli unser Präzedenzfall wird, den Arm zu heben. Ein Moment mal, es tut mir leid, aber ich will kein Fall sein. Setz dich hin und sei ruhig, ich bin dein Rechtsanwalt. Du sprichst nur, wenn ich es für richtig halte. Hinsetzen! Also, um diesen Fall zu gewinnen, brauchen wir eine klare Linie. Gib dir keine Mühe, du schaffst es doch nicht, dass ich vortanzen darf. Psst. Das Vortanzen ist bereits morgen. Das weiß ich. Hältst du mich etwa für einen schlechten Rechtsbeistand? Rechtsbeistand? Was ist denn das schon wieder? Sei ruhig. Wir wollten gerade die Strategie festlegen. Das größte Problem wird darin bestehen, mit deinem Vater vernünftig zu reden. Wenn ich versuche, mit meinen Eltern vernünftig zu reden, behandeln die mich immer so, als ob ich geistig zurückgeblieben wäre. Die Erwachsenen behandeln uns, als ob wir gar nicht da wären. Bei Diskussionen mit Kindern hat ein Erwachsener immer recht, selbst dann, wenn er sich täuscht. Vor meinen Eltern habe ich keine Angst. Ehrlich nicht? Nein, ich lasse mich nicht mehr einschüchtern. Und ich lasse mich auch nicht mehr auslachen, weil ich Rechtsanwältin werden will. Wir werden alle ausgelacht. Vergiss nicht, du kämpfst nicht nur für Willy und für dich, sondern für alle Kinder. Glaubst du, du wirst Erfolg haben? Ja, natürlich. Vor kurzem hat übrigens jemand zu mir gesagt, dass ich wahrscheinlich viel klüger als mein Vater bin. Und wer hat das gesagt? Ein Bekannter. Aus dem Showbusiness. Du bist ganz ruhig, überlass mir das Reden. Ich möchte den Fall eines Mandanten vortragen, den ich vertrete. Emma, Willy sollte längst im Bett sein. Schon gut, Jenny. Worum geht es, Emma? Es geht um Folgendes. Mein Mandant, Mr. Willy Sheridan Jr., wird daran gehindert, sich selbst zu verwirklichen und so glücklich zu werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass Willy minderjährig ist und daher vieles noch nicht selbst entscheiden darf. Trotzdem weiß ich ganz genau, was ich will. Ich habe ein gut funktionierendes Gehirn. Jedem Menschen in jedem Alter steht es zu, nach Glück zu streben. Die Verfassung beschränkt dieses Recht nicht nur auf Erwachsene. Ich bin sehr gut, Daddy. Du hast mich noch niemals richtig tanzen sehen. Ich kann mit Tanzen mein Geld verdienen. Wenn du so voller Tatendrang bist, Willy, warum liest du dann nicht die Bücher, die ich dir gegeben habe? Gebildete Menschen verdienen mehr Geld. Dein Daddy hat dir auch erlaubt zu tanzen. Mit 40 ist mein Daddy gestorben und er besaß nicht einen einzigen Cent. Ich habe mir geschworen, dass meine Kinder es besser haben sollen. Ich bin zur Abendschule gegangen. Ich habe manchmal sogar in der Bibliothek übernachtet. Einspruch, euer Ehren. Die Geschichte haben wir alle schon mal gehört. Du willst die Geschworenen emotionell beeinflussen. Hier geht es aber nur um Fakten. Und was sind deiner Meinung nach die Fakten? Das werde ich dir sagen. Wir Kinder unterscheiden uns nicht von den Erwachsenen. Wir haben Gefühle, Ideale und Träume, genauso wie ihr. Wir sind menschliche Wesen, aber ihr behandelt uns wie ein Nichts, nur weil wir klein sind. Du hast anscheinend vergessen, dass du auch mal ein Kind warst und die Erwachsenen dich so behandelt haben. Bestimmt warst du damals auch sehr unglücklich. Oder? Ich habe im Moment nichts zu erwidern. Außer, dass es für die im Gerichtssaal anwesenden Kinder Zeit ist, ins Bett zu gehen. Komm mit, Willy. Willy? Willy, wach auf! Was ist denn los? Psst! Steh auf und zieh dich an. Warum denn? Ich will schlafen. Ich bringe dich zu Dipsy. Was? Es ist noch dunkel draußen. Sehr scharfsinnig beobachtet. Und was ist mit Mom und Dad? Die sind in ihrem Zimmer und unterhalten sich. Willst du erst hingehen und sie fragen? Nein. Oder willst du weiter mit ihnen diskutieren und das Vortanzen verpassen? Nein, Emma. Also gut. Zieh dich an, ich bring dich zu Dipsy und geh wieder hierher. Wenn sie merken, dass du weg bist und sich aufregen, werde ich ihnen sagen, wo du bist. Und jetzt beeil dich.
Okay, ich bin einverstanden. Psst. Was macht ihr denn hier? Wissen eure Eltern, wo ihr seid? Nein. Ihr seid vielleicht zwei verrückte Hühner. Kommt, ich bringe euch nach Hause. Immer mit der Ruhe. Du bist ein verrücktes Huhn, Dipsy Sheridan. Du hast diesen Jungen, der dein Schüler ist, einfach im Stich gelassen. Was du nicht sagst, interessant. Ja, du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich aufgegeben. Man lässt Kinder dir im Vertrauen nicht im Stich. Es gibt auf der Welt kaum ein schlimmeres Verbrechen. Ich bin 12 und könnte so eine Enttäuschung verkraften. Aber Willy ist erst 8. Für ihn ist das ein ganz grausames Erlebnis. Ah, du übertreibst immer. In dich hatte er sein ganzes Vertrauen gesetzt. Aber als er dich wirklich brauchte, da hast du ihn im Stich gelassen. Du willst ein richtiger Freund sein? Ich fürchte, du hast recht, Emma. Wie wär's, wenn wir alle erstmal tief durchatmen und dann von vorn anfangen? Ja? Könnt ihr mir noch mal vergeben? Ja? Ich vergebe dir, Dipsy. Normalerweise zeige ich meine Gefühle nicht, aber ich bin gerührt und vergebe dir. Das freut mich. Ich werde dir was sagen. Du solltest Rechtsanwältin werden. Was soll ich denn sonst werden? Etwa Hausfrau? Ich überlasse Willy jetzt deiner Obhut und ich erwarte, dass er morgen pünktlich zum Vortanzen erscheint. Eine Sekunde. Ich möchte euch beiden noch etwas zeigen. Seht ihr da die Pianistin? Das ist Miss Mabel. Ihr ganzes Leben lang hat sie nur Enttäuschungen und harte Schicksalsschläge einstecken müssen. Fällt euch beiden vielleicht an dieser Lady, die fast ihr ganzes Leben im Elend verbracht hat, etwas Ungewöhnliches auf? Ja, sie sieht fröhlich aus. Stimmt, genau. Wollt ihr wissen, warum? Warum? Weil sie etwas tut, das ihr Spaß macht. Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Kommt mit. Mabel, ich möchte dir zwei Freunde von mir vorstellen. Das ist Emma Sheridan. Sie ist jetzt schon eine sehr tüchtige Juristin. Sehr erfreut, Emma. Guten Abend, Mabel. Und das ist Willy Sheridan Jr. Hallo, Willy. Bist du auch Jurist? Nein, ich bin nur ein Kind. Er ist Tänzer und er wird mit Dipsy zusammen in einem Musical auftreten, wenn alles klappt. Also, Willy. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Emma wird mir helfen. Da-dam, 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 da-dam. Gar nicht schlecht. Na bitte, wer sagt's denn? Sehr gut. Da-dam, da-dam. Du siehst heute richtig gut aus, Emma. Danke. Ich hoffe, du bist mit dem Packen fertig. Dein Vater möchte heute Punkt 2 Uhr in die Ferien fahren. Emma, du isst ja nur eine halbe Grapefruit. Es gibt einige Menschen, die haben gesagt, dass ich ein sehr nettes Gesicht habe. Das macht mir Mut. Hast du Willy heute Morgen schon gesehen?
Ich war vorhin mal in seinem Zimmer, da hat er noch festgeschlafen. Er ist nicht in seinem Bett, das hat er mit Kissen ausgestopft. Was hast du dazu zu sagen, Emma? Ich verlange, dass du uns sofort sagst, was los ist. Du brauchst gar nichts zu verlangen. Ich bringe euch zu ihm, wenn ihr versprecht, euch vernünftig zu benehmen. Wie vernünftige Erwachsene, die ihr ja immer sein wollt. Also gehen wir. Okay, das reicht, mein Sohn. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Mr. Sheridan. Gut, immer schön weiter tanzen. Natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dipsy, ich bin dran. Und jetzt? Haben wir alle gesehen? Nein. Ein Junge wartet noch hinter der Bühne. Okay, Junge. Jetzt bist du dran. Zeig uns ein Stück aus dem Finale. Wenn er das kann, ist alles in Ordnung. Also, Harry, fang an. Nicht vergessen. Ganz ruhig und locker. Zeig nicht gleich alles, was du kannst. Heb dir noch was für den Schluss auf. So ist es richtig. So, Willi. Jetzt ganz allein. Zeig ihnen, was du alles kannst. William, es ist eigentlich das erste Mal, dass ich ihn richtig tanzen sehe. Ich wusste nicht, dass er so gut tanzen kann. Es gibt eine Menge Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt. Willi, du hast es geschafft. Das war große Klasse. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ja. Na, was sagst du, Dave? Er ist fabelhaft. Das war sehr gut, Kleiner. Wie heißt du? Ja, wie ist dein Name? Na, sag es uns, Kleiner. Also, wie heißt du? Willi, dein Dad. Ich muss das einfach tun, Daddy. Es tut mir leid. Dieser junge Mann ist mein Sohn. Und sein Name ist Willie Sheridan Jr. Thank you.